Die Krankenhäuser stellen sich auf eine baldige, drastische Zunahme von Corona-Patienten ein. Gestellte Gesundheitsämter und Universitätskliniken inzwischen Probleme haben mit der steigenden Zahl. Die Bundesärztekammer hält die Krankenhäuser in Deutschland nicht für ausreichend auf das neuartige Coronavirus vorbereitet. Schon jetzt ist abzusehen, dass in wenigen Wochen die Krankenhausbetten nicht mehr ausreichen werden. Die Simulation und Prognose zeigt die Auslastung der deutschen Krankenhäuser und die Überschreitung der Kapazität der Betten. Doch wie kann dieser Zusammenbruch verhindert werden? Genau jetzt müssen zusätzliche Bettenkapazitäten geschaffen werden. Unsere Lösung? Kappa Monitor. Eine App zur Erfassung, Planung und Überwachung von freien Betten außerhalb medizinischer Einrichtungen. Kappa Monitor ermöglicht es Hotels und anderen Anbietern, ihre freien Betten anzubieten. Leitstellen bekommen eine Übersicht, können Betten abrufen und ausrüsten und im weiteren Verlauf die Auslastung überwachen. Die Lösung ist innerhalb der letzten 48 Stunden entstanden. Sie ist komplett Open Source und skalierbar für eine bundesweite Nutzung. Das ist Lisa. Lisa arbeitet in einer Leitstelle. Durch die Corona-Krise fehlt es ihr an freien Krankenbetten. Auf der anderen Seite gibt es Paul. Ihm gehört ein Hotel. Er hat im Moment aufgrund der Krise keine Gäste mehr. Paul möchte helfen. Durch eine einfache und unkomplizierte Registrierung kann Paul seine Betten online zur Verfügung stellen. So werden die Räumlichkeiten von Pauls Hotel sinnvoll genutzt und Lisa hat wieder freie Betten zur Verfügung. Lisa hat nun auf dem Dashboard jederzeit die Übersicht über alle freien Betten. Mit Kappa Monitor können wir Hotels einen Ausgleich bieten, gleichzeitig Krankenhäuser entlasten und dadurch letztendlich Menschenleben retten. Wir sind Team Kappa Monitor. Hilf uns zu helfen. Mit eurem Like ermöglicht ihr uns, dieses Projekt weiterzuführen.